vergrößern, verkleinern. Yusuf Paulsen von RB Leipzig M und BVB Neuzugang Thomas Delaney L spielen bei der WM für Dänemark. Urheberrecht gehört die Images. Die Dänen können gegen Australien einen großen Schritt Richtung Achtelfinale bei der WM machen, auch mit zwei Bundesligaspielern in der Startelf. Mit einem Sieg gegen Australien ab 13.30 Uhr im Live-Ticker kann Dänemark bei der WM in Russland einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Sollte Frankreich im Anschluss Peru schlagen, ab 16.30 Uhr im Live-Ticker, stehen die Dänen schon vorzeitig in der K.O.-Runde. Mit von der Partie in Samara ist wieder Yusuf Paulsen von RB Leipzig. Beim Auftaktsieg gegen Peru erzielte er den 1:0-Siegtreffer, allerdings mit dem Namen Jurari auf dem Trikot. Diesen trägt er bei der WM 2018 in Gedenken an seinen verstorbenen Vater, der mit Nachnamen Jurari hieß. Bundesliga-Trio in Startelf. Paulsen alias Jurari ist einer von zwei Bundesligaspielern bei den Dänen. Neben ihm steht auch BVB-Neuzugang Thomas Delaney, der in der abgelaufenen Saison noch für Werder Bremen spielte, in der Startelf. twitter.com/FIFA World Cup/Status/100975474941890560 Australien droht bei einer weiteren Pleite das Vorrunden aus bei der WM. Das Team des früheren Bundesliga-Trainer Bert van Marwijk wird sich aber teuer verkaufen. Schon beim 1:2 gegen Frankreich schrammten die Socceros mit viel Pech an einem Punktgewinn vorbei. Die Aufstellungen zu Dänemark, Australien. Dänemark 1 Schmeichel, 14 Delsgaard, 4 Kerr, 6 Christensen, 17 Strøer, 8 Delaney, 19 Schöne, 20 Paulsen, 10 Eriksen, 23 Sisto, Dolberg. Australien 1 Reihen 19 Risten, 20 Sainsbury, 5 Milligen, 16 Behir, 15 Jedinak, 13 Moy, 7 Lecky, 23 Rogic, 10 Robbie Kruse, 11 Nabbout. Schiedsrichter Antonio Mateo, Spanien. So können Sie Australien, Dänemark live verfolgen. Live-Ticker, sport1.tv, ZDF, LIVSTREAM, ZDF.de.